Hallo, ihr Lieben. Heute lernt ihr ein paar Dinge, die wichtig sind, wenn man eine Jeanshose kopieren möchte, so dass sie auch wirklich so aussieht wie das Original. Also sprich, so gut sitzt, denn nicht umsonst ist es eure Lieblingsjeans. Und dabei ist es auch egal, ob ihr jetzt eine Herrenhose benutzt, so wie ich jetzt. Die ist zum Beispiel sehr lang und sehr schmal, weil ja, mein Sohn sehr groß und sehr schmal ist. Sowas findet man selten. Und es gibt etliche Videos zum Kopieren von Kleidung. Vom Prinzip her ist es ja auch mal dasselbe. Das Problem ist nur, dass man eine genaue Kopie machen muss, damit der Sitz garantiert ist. Und ich zeige euch jetzt wichtige Dinge, die ihr einhalten müsst. Auf jeden Fall braucht ihr ein Geodreieck dazu. Das ist ein ganz wichtiges Werkzeug. Ich habe den Schnitt schon kopiert. Ja, ihr seht das hier. Ich sage gleich noch mal was dazu. So, und anhand meines fertigen Schnittes werde ich euch das mal erläutern. Erstens ist das bei einer Jeanshose in den meisten Fällen so, also bei den Damenjeans weiß ich das nicht, aber auf jeden Fall bei den Herrenjeans überwiegend, an der Seitennaht außen. Ja, ist es meistens komplett gerade, also auch nicht zur Hüfte hin abgerundet, weil die Männer ja nicht so schmal werden. Und das ist auch überhaupt Original-Jeanshosenschnitt. Das könnt ihr zum Beispiel daran erkennen, wenn ihr euch die Struktur eurer Hose anschaut hier. Dann kann man das hier gut sehen. Ja. Ja, ihr seht hier so eine Striche, wenn ihr genau hinguckt, und so lang auch, müsste bei fast jedem Stoff zu sehen sein. Und dann könnt ihr erkennen, dass diese Seitennaht hier so ungefähr mit einer Fadenrichtung übereinstimmt. Wenn dies der Fall ist, dann ist es relativ einfach, einen gut sitzenden Schnitt zu produzieren. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr Handwerker seid oder wie auch irgendwas Langes habt, was auf jeden Fall gerade ist. Das ist hier so, könnt ihr sehen, ein Winkelprofil, ja, irgendwie vom Fliesenleger. Das ist auf jeden Fall gerade, 100 Pro, weil es eine Winkelform hat. Sowas könnt ihr als Lineal benutzen. Dann guckt ihr erstmal, wie lang vom Anfang des Bündchens bis zum Saum eure Hose ist. Dann nehmt ihr euch ein großes Stück Papier. Ich habe immer Papier von einer Rolle. Das ist so etwas dünneres Papier, lässt sich ganz gut handhaben. Und dann zieht ihr euch als erstes auf dem Blatt einen langen Strich von oben bis unten. So, und danach legt ihr euch eure Jeanshose hin, sodass die Außennaht schön zu sehen ist, schön glatt, möglichst glatt. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein bisschen weiter weggehen kann. Ach, nee, leider nicht. Also, ihr legt euch die Hose so glatt wie möglich hin. Ja, das war jetzt nicht vorbildlich. Okay, da ist ja bloß das Bein zu Ende da drin, ne? Und dann legt ihr euch euren Bogen Papier an mit der gezeichneten Kante. Die könnt ihr schon mal abschneiden, dann habt ihr es leichter. Und zwar seht ihr, dass die Hose hier oben so ein Teil hat, das nennt sich Sattel. Das spart ihr erstmal aus. Das Papier wird an der ersten Ecke angelegt nach unten. Ja. Und am besten, ihr steckt es hier mit drei, vier Nadeln bis nach unten hin fest. Und danach könnt ihr, wie gehabt, wie in allen Anleitungen, mit eurem Stift, den ihr habt, hier genau an die Nahtlinien lang gehen. Einmal rum. Wichtig ist, dass es glatt liegt, wie ich schon gesagt habe. Und jetzt haben wir bei der Hinterhose ein Problem, dass die Naht unten drunter versteckt ist. Das macht aber gar nichts. Wenn ihr das festgesteckt habt, dann könnt ihr nämlich
Wenn ihr hier einmal so rum seid und da hinten die Seitennaht bis zum Ende gezeichnet habt und einen Strich gemacht habt, wo euer Hosenbein hier zu Ende ist, dann könnt ihr nämlich das Ganze mit festgestecktem Papier nehmen und hier so ein bisschen umknicken. Das habe ich auch gemacht. Dann liegt das Papier hier einmal drum. Ne? Und dann könnt ihr den Rest, der fehlt, aufzeichnen. Soweit erstmal zu allen Kopiertätigkeiten. So, jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Ihr müsst kopieren die Taschen. Ja, Papier rauf, rummalen. So. Dann bei so einer Tasche ist es wichtig, weil die hier oben keine offene Stoffkante hat, ne? Sondern da noch so ein Stück Stoff drin ist, müsst ihr das, wenn ihr jetzt hier außen rum gezeichnet habt, ein Stück mit ranschneiden. Die Taschenkante, die obere, die zeichnet ihr hier auf. Da steht bei mir Bruch dran. So, und das hat den Sinn, dass das ein Umbruch ist. Und zwar schneidet ihr eure Tasche erstmal hier aus, noch nicht bis ganz zum Ende. Dann schneidet ihr euer Papier hier großflächig weiter aus. Dann nehmt ihr die Bruchkante, klappt die um und schneidet danach hier an eurer gezeichneten Kante den Rest ab. Am besten ihr nehmt für diesen Beleg in, so heißt es, 2 cm. Und wenn ihr es ausfaltet, habt ihr hier genau den gleichen Winkel wie auf der anderen Seite. Dann passt das wunderbar zusammen nachher, wenn es genäht wird. Ihr faltet es einfach um. Ihr könnt es auch nochmal umfalten. Ja, und dann ist die Tasche auch schön. Ich persönlich habe jetzt hier noch so eine Strichelinie drauf, wie ihr seht. Und zwar sind das die Steppnähte. Ja, die sind auch wichtig, dass ihr wisst, wo ihr dann lang steppen müsst. So, dann gibt es hier oben, wie gesagt, dieses Teil, was sich Sattel nennt. Das wird auch nur zur Hälfte kopiert. Und zwar mit einem neuen Stück Papier, was unter dem Bündchen, also es wird draufgelegt, ne, und ihr zeichnet hier am Bündchen lang, dann die hintere Mitte, ja, die hintere Mitte der Hose erkennt ihr hier an der Mittelnaht und diese Kante lang. Sieht dann so aus. Wichtig ist, dass ihr hier hinten ran schreibt, hintere Mitte Bruch, weil das genau wie bei diesem Teil hier umgefaltet ist, bloß dass es ein komplettes Teil ist. Ihr schneidet das zu, indem der Stoff hier zusammengefaltet ist. Ja, machen wir so. Stoff. Ja, stellt euch vor, er ist einfach länger, ja, dann habt ihr hier so einen Stoffbruch und dann wird das Schnittteil raufgelegt mit der hinteren Mitte an die Stoffbruchkante und dann ringsrum zugeschnitten einmal rum. Und wenn ihr es dann ausfaltet, klar habt ihr wie hier an der Hose den kompletten Sattel ohne Mittelnaht. Das war jetzt für hinten. Das war noch der einfache Teil. Vorne gibt es etliche Sachen mehr zu beachten. Aber wenn man ein bisschen Zeit hat und Lust dazu, dann kriegt man das auch hin. Ihr legt euch eure Hose wieder glatt hin. So. Ja. Bis unten zum Saum. Und macht jetzt die Kopie wie gehabt.
Ihr wisst jetzt, dass diese Seitennaht, ne, komplett gerade ist, von oben bis unten. Das heißt, ihr zeichnet wieder erst einen langen Strich, so lang wie die Seitennaht ist, auf euer Blatt und heftet das Papier genau mit dem langen Strich und ein paar Nadeln hier rauf. Ach so, wundert euch nicht, mein Papier ist nass geworden, deswegen sieht es so komisch geknautscht aus, ja? Okay, jetzt haben wir hier vorne zu beachten, dass es hier diesen Tascheneingriff gibt. Den lasst ihr natürlich, also so wie er ist, den zeichnet ihr mit, ja? Und jetzt kommt die nächste Sache. Und zwar der Hosenverschluss, der Hosenschlitz. Da macht ihr das erstmal auf dem Papier so, dass ihr das genau nachzeichnet hier. Ja, bis hier oben hin, die Kante lang und wie gesagt, Tascheneingriff. Dann guckt ihr mal, bis wohin der Reißverschluss hier geschlossen ist. Bei der Hose ist es hier. Hier. Das ist oft so abgesteppt, ja. Genau diese Markierung übernehmt ihr bitte auf eurem Papier. So. Und dann schneidet ihr das Hosenteil aus bis auf dieses Stück hier. Also diese Kante hier bitte nicht ausschneiden. Denn so ein Hosenschlitz hat mehrere Teile. Wenn ich den jetzt umdrehe, seht ihr, dass da ein Reißverschlussteil, aber hier ist noch so ein Stück Stoff. Das nennt sich Beleg. Und auf der anderen Seite haben wir noch einen Untertritt unterm Reißverschluss. Ja, die beiden Teile, die müssen wir jetzt beachten. Das machen wir. Und zwar, ich habe hier mal so ein kleines Probeteil vorbereitet. Ich zeige euch mal das ganze Teil. Ja, ich habe hier dieses, wo ist es? Dieses Teil hier habe ich kopiert. So, hier nochmal rum. Meine Kamera ist irgendwie ein bisschen langsam, entschuldigt. Hier rum. So, das seht ihr hier drauf. Ja, und dieser eine Strich war der, den ihr zuerst gezogen habt, die Kante hier. So, jetzt macht ihr eine Sache mit dem Geodreieck. Komm mal ein bisschen näher ran hier. So. Und zwar, hier ist ja noch Papier dran, ja? Legt ihr an eure gezeichnete Kante euer Lineal an und macht einen Strich bei 3 cm. Na, das ist schwierig zu zeigen. Hier ist eure Kante. Hier sind so eine Markierungen. Moment, wo sind sie hier? Auf dem Geodreieck. Hier stehen 1 cm, 2, 3 von der Kante weg. Legt ihr an, 3 cm auf die Kante, links und rechts, und zieht dann da drüben parallelen Strich. So. Außerdem kommt es auch häufig auf rechte Winkel an. Das heißt, ihr müsst jetzt diesen Winkel als rechten Winkel zeichnen, und zwar zu der Kante, die ihr an der Hose abgenommen habt. Dazu legt ihr das Geodreieck. Hier mit dieser Nulllinie. Da steht eine Null und hier ist so ein langer Strich. Legt ihr genau auf diesen gezeichneten Strich von euch hier und malt hier den rechten Winkel. Ja, dann ist das auch erledigt. An meinem Probestück hier oder an meinem Beispiel zeige ich euch mal, was jetzt noch passiert. Diese Hose hat hier oben, wo die gestrichelte Linie ist,
Ja, das ist das, was ich von der Hose abgezeichnet habe. Hier keinen rechten Winkel. Das zeige ich euch an der Hose. Und zwar hier, wo es sieht so ein bisschen schief aus. Ja, und so schief zeichnet man das auch auf. Aber wenn zwei Teile gut zusammenpassen sollen hier oben, ja, mach mal zu hier. Moment. So. Und das gut sitzen soll, dann wollt ihr ja hier nicht so ein richtiges V haben. Na, das ist mir nämlich passiert. Hier meine Probehose, für die ich den Kopie gemacht habe. Ihr seht, das ist ein totales V geworden, weil ich nicht daran gedacht habe, diesen spitzen Winkel hier auszugleichen. Das habe ich jetzt aber im Nachhinein gemacht. Und das funktioniert so, dass ihr da, wo ihr diese 3 cm Beleg angezeichnet habt, einfach euer Geodreieck hier oben an die gezeichnete, meine gestrichelte Linie anlegt. So. Ja, wieder hier auf dieser Kante. Ne? So, und dann rutscht ihr einfach ein Stückchen hoch, sodass ihr von hier gut auf diese Linie kommt. Ich bin noch ein bisschen hochgerutscht. So, und dann habe ich hier einen Strich gezogen. Ja, diesen kleinen. Und habe dann hier das so ein bisschen rund geschwungen ausgezeichnet. Aber das hier ist jetzt definitiv ein rechter Winkel. Und damit der Beleg die gleiche Form bekommt, kennt ihr schon, ein Stück Papier ist noch dran, ne? Ihr faltet das und dann nehmt ihr eure Schere und schneidet das ab. Und dann hat die Hose oben einen wunderbaren Übergang und nicht so ein hässliches V wie an meiner Hose. So, das war der rechte Winkel Nummer 1. Jetzt komme ich zu der Tasche hier. Ach nee, oder wir machen erstmal noch den Schlitz zu Ende. Das ist ganz gut. Den Schlitz zu Ende. So. Vorderteil haben wir, den inneren Beleg haben wir. Jetzt brauchen wir noch diesen Untertritt. Ihr nehmt euch wieder ein Papier. Ja, messt mal aus, wie lang das Teil ist von hier bis hier, ja, die Kante, messt ihr bitte aus. Macht euch dementsprechend einen Strich aufs Blatt. Ja, von innen sieht man es besser. So, macht euch einen Strich aufs Blatt. So, zeichnet auf dem Blatt wieder mit dem Geodreieck von dieser Linie nach hier drüben einfach 4 cm. Vorher waren es 3,5, ne? Jetzt sind es 4 Linie. Da macht ihr hier einen rechten Winkel und den Rest, da seht ihr, das von der Hose her ist ein bisschen schräg geschnitten hier unten, ne? So. Macht das einfach auf der einen Seite ein bisschen länger. Dann müsst ihr an die kürzere Kante noch Bruch ranschreiben, weil es wieder ein doppeltes Teil ist. So, hier seht ihr das. Moment. So. Ja, hier seht ihr, dass hier der Stoff abgeschnitten wurde. Und an dieser Kante geht der Stoff rum. Ne? Ja. Das heißt, hier ist der Stoffbruch. Deswegen, wenn ihr das zuschneidet, legt ihr das wieder auf ein gefaltetes Stück Stoff, euer Schnittteil drauf und schneidet es zu. Übrigens, alles, was ihr zuschneidet, bekommt einen Rand von plus 1 cm. Das ist die Nahtzugabe, die hier dann, hier ist eure Naht,
Und das ist hier die Zugabe, die ihr hier seht. Ne? Da muss ja ein Stück Stoff vorhanden sein, damit es zusammengenäht werden kann. So. Dann haben wir außerdem noch innen den Taschenbeutel. Und er ist wieder aus doppeltem Stoff gefertigt. Hier ist die Bruchkante. So, dazu dreht ihr einfach mal das Hosenbein um. Ja. Malt euch wieder geraden Strich aufs Blatt, der natürlich hier wieder angelegt wird. Ja, das Blatt mit dem Strich. Oh gut, mein Hosebeutel ist ein kleines Stück kleiner, das macht aber nichts. Taschenbeutel. So, und dann malt ihr hier den Taschenbeutel auf und schreibt wieder an diese lange Kante die, ja, Bruch ran. So, sehen könnt ihr hier, dass hier noch eine Naht vorhanden ist. Das liegt daran, dass der Taschenbeutel hier nicht weiß ist außen. Das würde ja potthässlich aussehen, also muss man den mit Stoff belegen. So, dieses Stück könnt ihr einfach, wenn ihr das Schnittteil gefertigt habt, seht ihr ja, auch nachverfolgen. Ach, wo geht's denn lang? Und mit aufzeichnen. Und wenn ihr es auf eurem Taschenfutter, auf eurem Taschenbeutel drauf habt, macht ihr bitte noch eine Kopie davon. Ja, davon bitte eine Kopie machen, damit ihr das aus eurem Jeansstoff ausschneiden könnt. Und das doppelt, na, so ist es dann, so doppelt aus einem dünnen Baumwollstoff oder einem Futterstoff. Außerdem seht ihr, dass ich hier so eine gestrichelte Linie drin habe. Ja, richtig, das ist der Tascheneingriff. Hier. So. Das Ding hattet ihr ja hier ausgespart bei der Vorderhose und der Taschenbeutel gehört ja innen rein. Na? Das heißt, diese Linie, die ihr hier von der Hose abgenommen habt, die könnt ihr hier auf dem Beutel übertragen und am besten auf der Jeans liegend, dass ihr das hier schön anlegt, den Taschenbeutel, am Bündchen, an der Seitennaht. Und schön sauber ebenfalls euer kopiertes Hosenteil auflegt. Das ist wichtig, damit ihr später genau wisst, wo das angenäht wird. So. Okay, es ist eine Herrenhose, ja? Das bedeutet, dass ihr diesen Schlitzbeleg auf eurem linken Schnittteil habt. Hier. Ja. Ihr schneidet das für das andere Schnittteil bitte genauso zu, auch in derselben Größe. Dann könnt ihr auch meine Kamera hier. Dann könnt ihr euch bitte neben diesem Strich, der die Mitte der Hose vorne bezeichnet, macht ihr euch 8 mm in die Richtung noch einen Strich. So, und das heißt, das ist ja euer linkes Hosenteil. Hier, ne? Zur Erinnerung. Und das andere, das wird dann 8 mm weiter von der Mitte entfernt, gefaltet. Da bleibt also so ein kleines Stück dran, weil, der Reißverschluss, ja,
nicht zu sehen sein soll. Das heißt, da ist noch ein, da sind die 8 mm her. Ja, das sind dann auf der anderen Seite so die 8 mm, wo dann daneben der Reißverschluss eingenäht wird. So. Mitte der Hose plus 8 mm. So. Und der Untertritt. Jetzt müsst ihr noch ausmessen, wie lang euer Bündchen ist. Dann nehmt ihr euch ein Bandmaß, legt es hier an und messt mit dem Bandmaß so angelegt einmal rum und gebt am besten 3 cm dazu. Nee, drei, machen wir 5. Gebt am besten 5 cm dazu, damit ihr ein bisschen Spiel habt, weil diese Untertritte immer unterschiedlich breit sind. Meine hat jetzt die 4 cm Breite. Die Hosen variieren ein bisschen. Und dann könnt ihr das anpassen. Vergesst auch nicht, ein Teil für die Gürtelschlaufen zuzuschneiden. Jetzt überlege ich gerade die Gürtelschlaufen. Da schneidet ihr ein langes, schmales Stück aus, so 3,5 bis 4 cm. So. Ja. Und dann wird es einfach in der Mitte gefaltet und die Enden, die äußeren Kanten, faltet ihr zur Mitte hin. Ich komme gleich noch mal näher. Ja. Den Stoff so. Die äußeren Kanten nach innen und dann die Mitte. Und dann wird hier drauf gesteppt, einmal von oben bis unten, die ganze Länge nach für alle 5 bis 6 Gürtelschlaufen und danach, wenn sie fertig sind, schneidet ihr die einfach in die passende Länge fürs Bündchen dann. Na, ist auch genäht. So. Ja, Bündchenbreite ist hier 4 cm. Wenn ihr lieber Zentimeter mehr oder weniger haben wollt, könnt ihr das durchaus machen. Also bei der Hose jetzt habe ich 3 cm genommen, habe es einfach ein bisschen schmaler gemacht. Aber das sitzt dann trotzdem genauso gut. So. Eine Sache habe ich noch, was die Hosentaschen auf der Rückseite betrifft. Ja, Hosentasche. Ihr schneidet die ja plus mit plus 1 cm zu. Und hier oben haben wir ja gesagt, 2 cm im Bruch. Ne? Dann macht ihr das von der Reihenfolge her so. Als erstes, Moment. Mein Papier ist nicht so gut gefaltet. Als erstes legt ihr hier die Nahtzugabe um, das Bruchteil um. So. Na. Ja, ich habe da was rangeklebt, deswegen ist es ein bisschen bockig. So. Und dann steppt ihr erstmal diese Naht rüber, dann die obere Kante. So. Und bügeln. Danach wird diese Nahtzugabe nach innen gefaltet, festgesteckt mit Nadeln, diese und diese, und ihr bügelt bitte alles. Und wenn ihr das umgefaltet habt, dann steppt ihr bitte hier eure Ziernähte ab. Ja, ringsrum. Und danach wird die Tasche raufgelegt, wenn sie soweit fertig ist. Und wird ganz außen an der Kante festgenäht. Die haben das jetzt hier gemacht, dass die hier noch so Sicherungsstiche gemacht haben, dass die Hosentasche ein bisschen mehr Haltbarkeit hat und hier nicht gleich ausreißt. Ihr könnt es auch auf so eine Art und Weise lösen. So. Ich habe die Tasche
an der Außenkante aufgesteppt, ein Stück hier rüber oben und dann schräg wieder zur Außenkante. Dann ist nämlich der Punkt, wo sie angenäht ist, sind ein paar Stiche und nicht nur einer. Weil wenn hier nur die Naht, weil wenn die Naht hier endet, dann ist das eine große Belastung für den Stoff darunter. Und meistens reißt der Stoff hier ein. Also muss oben ein bisschen quer gesteppt werden, damit die Naht ein bisschen breiter ist. Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu kompliziert war, die ganzen Informationen. Aber ihr könnt ja auch auf Pause drücken und dann nochmal euch anhören, wie ich das jetzt so gemacht habe. Und zum Nähen der Hose, das werde ich nicht machen. Gibt es eine Menge Videos, beziehungsweise ich rate euch, eine Schnittzeitschrift zu kaufen oder euch auszuleihen, wo eine Anleitung für eine Hose drin ist. Und da ist es egal, ob es eine Frauen- oder eine Männerhose ist, nur dass der Schlitz wahrscheinlich andersrum ist. Männerhosen sind so rum zu schließen, Frauenhosen eben andersrum. Aber da muss man halt bloß rechts und links die Wörter vertauschen und dann geht das. Oder ihr habt vielleicht eine Freundin oder eine Frau, die das kann. Ja, viel Spaß beim Tragen eurer neuen Lieblingshose. So, jetzt kommen nicht die Outtakes, sondern noch ein paar vergessene Dinge, die vielleicht ganz hilfreich sind. Ich habe hier noch mal das Schnittteil von der Hinterhose. Diese Position der Tasche, die solltet ihr auf eurem Schnittteil markieren, damit ihr genau wisst, wo ihr die auflegt. Da müsst ihr nicht lange rumprobieren. Wo die Tasche jetzt hin muss, damit es gut aussieht. Das war Nummer eins. Das nächste ist nochmal vorne. Da hattet ihr ja diesen Schlitzbeleg angezeichnet und ich hatte euch gesagt, ihr sollt das Ende des Reißverschlusses markieren. Und wenn ihr jetzt dieses Schnittteil hier rankonstruiert, dann macht es hier bitte länger, 3 cm. Ja, dieses Stück, das hatte ich noch nicht gesagt, 3 cm und dann den rechten Winkel. Jetzt was zum Taschenbeutel. Das, na, so rum ist für euch, ne? Der Taschenbeutel. Ich habe jetzt so einen Taschenbeutel noch mal in klein gemacht. Der ist ja im Bruch konstruiert. Ja, so sieht das ja komplett aus. Und dann ist das so, dass ihr ja dieses Jeans-Teil habt und da drauf näht. Und dann ist ja nochmal dieser Tascheneingriff eingezeichnet. Und das funktioniert natürlich so, wenn ihr das alles zusammennäht nach einer Anleitung, dann muss natürlich hier das der Eingriff ausgeschnitten werden, ne? Sonst kriegt man ja da nicht die Hand rein. Das war dieses hier. Ja, der Taschenbeutel befindet sich ja auch auf dieser Seite. Und zu guter Letzt habe ich noch einen rechten Winkel vergessen. Oder auch zwei. Das war das Teil von hinten, der Sattel. Hier. Halbes Schnittteil. Ne? Hier ist der Bruch. Und auch wenn man das hier vom Schnitt abnimmt, hat man hier wiederum keinen rechten Winkel. Hier und hier.
Und dann macht ihr das auch, dass ihr eure Nulllinie wieder auf die hintere Mitte legt, so ein bisschen runterrutscht und hier auf jeden Fall einen rechten Winkel einzeichnet. Und bitte andersrum auch, dass auch hier ein rechter Winkel da ist, damit es hier so eine nette Rundung gibt und nicht so ein krasses V. Also es würde sonst so aussehen und dann seht ihr schon, dann würde das Bündchen hochkommen und abstehen. Also rechte Winkel sind wichtig. Am Ende des Hosenbeins gilt das Gleiche am Saum. Da werdet ihr merken, dass das ein bisschen merkwürdig ausschaut zu Anfang. Genau, was habe ich denn jetzt hier? Nehmen wir doch ein Vorderteil, wenn ich ein Vorderteil habe. Vorderteil. So, könnt ihr sehen, dass etwas geschwungen ist. Ja, das habe ich hier auch an meinem Schnittteil. Diesen Bogen, der resultiert daraus, dass ihr, wenn ihr den Saum zeichnet, auf jeden Fall mal hier die Außenlänge, ja, nachmesst und an eurem Schnittteil bitte auch die Außenkante nachmessen und von der Innenseite hier an der Hose auch bitte nachmessen und auch auf den Schnitt übertragen. Jetzt wird es bei euch auch so aussehen, dass die eine Seite irgendwie kürzer ausschaut als die andere. Macht aber gar nichts, denn ihr legt wiederum an eure Kante euer Geodreieck an, malt hier eine Linie, so 5 cm, macht das auf der anderen Seite auch. Ihr seht schon hier, ich habe überall rechte Winkel, 5 cm. Und dann habt ihr hier so zwei Striche, die in der Luft rumschwirren. Machen wir einfach mal. So. Meinetwegen so. Ja, und das passt gar nicht zusammen. Also macht ihr jetzt ganz elegant so einen Verbindungsbogen da draus. Den schneidet ihr auch aus. Und das werdet ihr vorne wie hinten machen müssen. So, jetzt schaue ich noch mal, fehlt noch was? Nein, das war es jetzt endgültig. Viel Spaß noch mal.